Ich habe gestern eingekauft, diesmal eine Eichenbohle aus dem Baumarkt. Und daraus schneide ich mir jetzt vier Streifen zu und baue mir einen Spiegelrahmen. Los geht's! Die Nut, die ist wirklich spitze geworden, die ist schön glatt. Also ich kann euch dieses Sägeblatt empfehlen, wenn ihr Nuten sägen wollt. Dafür ist das wirklich sehr, sehr gut geeignet. Die Maße, die stimmen auch soweit. Jetzt werde ich Leim auftragen, das Ganze zusammenspannen und dann hoffen, dass es auch in dem Zustand dann schön im Winkel bleibt. Auf der anderen Seite, da habe ich schon Leim aufgetragen. Jetzt machen wir das hier noch. Aber lieber etwas mehr als zu wenig. So. Sobald da ein bisschen Spannung auftritt, werden wir natürlich auch die Zwingen einsetzen, um das Ganze bündig zu halten. Ganz genau. Ich liebe diese Bessi-Zwingen. Die sind echt super. Ich bin erstaunt, wie gut das bis jetzt geworden ist. Auch mit dem Falz, da brauche ich nicht nachzuarbeiten. Sieht wirklich spitze aus. Die Ecken, der Winkel, super geil. Jetzt brauche ich einfach nur noch zu warten, dass der Leim trocknet. Ja, und dann werde ich die Ecken noch mal verstärken, weil so stumpf aneinander verleimt werde ich es nicht lassen. Auch wenn Leim mittlerweile eine sehr, sehr gute Verbindung ist, traue ich dem Ganzen noch nicht so. Wir sehen uns in knapp 2 Stunden wieder. Also, bis nachher.
ganz vorsichtig nehmen wir uns das Glas, legen es erstmal rein. Dann packen wir das nämlich von unten an, lassen es dann schön geschmeidig los. So, jetzt haben wir das Glas drin. Wie wollen wir das jetzt befestigen? Gute Frage. Das Glas befestigen wir jetzt mit diesen dünnen Leisten. Die sind übrig geblieben von dem Falz, was ich vorher geschnitten habe. Sind das die Reste? Die lege ich mir jetzt einfach mal hier an. Das ist jetzt für die lange Seite. Und das hier ist für die kurze Seite. Löcher haben wir auch vorgebohrt. An den Ecken überall durchgehend. Und da können wir das Ganze jetzt schön festschrauben. Dazu nehme ich mir hier die 3x20er Schrauben und drehe die jetzt vorsichtig rein. Ja, und das machen wir jetzt rundum und hoffen, dass das auch stabil bleibt. Die Leisten halten das Glas jetzt schön fest, da fällt auch nichts raus. Eine Sache möchte ich noch machen, und zwar die zwei langen Seiten, also oben und unten, miteinander verbinden. Warum? Meine Befürchtung ist, dass es bei so einer Länge, bei so einer Breite, sich unten das Holz sich mit der Zeit vielleicht verbiegen könnte. Ich weiß es nicht, ob das wirklich passieren kann oder nicht, aber ich will auf jeden Fall eine Nummer sicher gehen, und dafür habe ich mir jetzt hier so eine dünne Alu-Leiste genommen. Die wird dann, wie gesagt, oben und unten einmal verschraubt, sodass sich das nicht mehr bewegen kann. Zumindest nicht so bewegen kann. Ja, und dazu markiere ich mir jetzt mal die Länge und dann schrauben wir das schön in das Holz. Zur Befestigung nehme ich mir hier von den Stahlwinkeln hier zwei und als Gegenstück so ein Haken, der dann an die Wand kommt. Zeichnen uns das mal an hier. Also ich muss ehrlich zugeben, Massivholzarbeiten gefallen mir wirklich viel, viel besser als Plattenmaterial zu verarbeiten. Das sieht man auch, gerade bei solchen Projekten sieht das wirklich wunderbar aus. Ich hatte auf jeden Fall viel, viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zugucken. Ich werde das jetzt erstmal vorsichtig nach oben ins Badezimmer schleppen und an die Wand anbringen. Am Ende bekommt ihr wie immer ein paar Aufnahmen dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.